Froschkind, wenn es mir Kraft hat, tut sich schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind immer noch in Antalya. Quasi der letzte Tag heute. Und danach fahren wir eigentlich wieder nach Hause. Was machen wir heute? Bestes System hier, nicht. Mein Bruder ist gekommen. Selma, wie? Moni. Selma, wie geht's dir? Gut soweit. Check hier mal nach. Yes. Yes, sir. So, damit hast du Reifenplatzer gehabt, David. Yep. Und das ist in Bulgarien passiert. Genau. Hast aber schön gepackt. Kommt jeder durch hier. Selma, Abe, dein Auto sieht aber sehr, sehr dreckig aus. Ja, du weißt nicht, was das Wichtigste in der Türkei ist. Was denn? Autowaschen. Ja. So, dann lass mal zum Aufbereiter. Und dann lass uns mal schauen, was das kostet. Was willst du denn machen lassen? Willst du komplett machen lassen? Komplett, wenn es hinkommt. Bis morgen. Ja. Weil wir morgen fahren wollen, ne? Also wird jetzt einmal poliert, komplett in den Ausland gemacht. Erzähl mal, was für ein Auto ist das? Ein BMW X5. X5, Baujahr? 2022, ein Jahr alt. Das ist ja eigentlich noch gut aus. Wie gesagt, hier hat man Reifenplatzer gehabt. Aber die haben einen Michelin drauf gemacht. Das ist gut. Was für ein Baujahr haben wir? Vom Reifen sieht man nicht. Doch. 6.22, also nagelneue Reifen hat er bekommen. Ich muss mal die Bremsanlage an. Wahnsinn. Du musst dann Kompletten nachladen. Komplett abi, içini temizleyeceğiz bunu. Pastasını atacağız, seramini atacağız. İlk önce yıkanacak araba, gazlanacak. Gazlanacak mı? Evet, gazdan yıkanacak. Alt zemin hazırlanacak, pastayı. Ha, okay, okay. Ich hoffe mal, dass sie es gut machen, abi, aber sonst hast du Hologramme. Und dann ist es doch versiegelt. Ziemlich auf die Waschstraße muss ich dann, ne? Keramik, best seramik garantie, ne? Evet. Zertifikat. Ich sag das auch noch. Glaubst du im Leben selbst nicht, dass das Ding 5 Jahre alt ist? Ja, aber sagt er doch. Und ich habe ja eine Waschklett von Mr. Bosch. Aber du fährst ja keine normale Waschstraße damit. Mr. Bosch. Echt? Ja. Mit dem Wagen? Mit dem Wagen. Geht's dir gut? Ja. Arabaya eline bak şöyle gel. Yapış yap. Ağacı altında kalmış. Sen Türkiye'ye geldiğinden beri bir şey temizlemedin değil mi? Ich habe auch viele Katzenpfoten und so weiter. Ich weiß ja, wo wir den abstellen. Ja, das ist Dings, ne? Ja, das ist. Nein, das ist nicht okay. Ein schönes Auto. Einer Minus, ist ja klar. Mein Bruder macht jetzt auf jeden Fall die Keramikversiegelung. Die wollten Motorwäsche machen. Ich habe gesagt, nein, keine Motorwäsche. Ey, da ist so viel Elektronik. Und wenn da irgendwas passiert, das ist nicht gut. Guten Keramik. So, da ist die kleine Turbo. Die kriegt er dann drauf später. Wie das aufgetragen wird und so, werden wir alles sehen. Also, für mich ist das auch nicht. VTEC kenne ich nicht. Vielleicht kennt das ja der eine oder andere und sagt, das ist gut oder schlecht. Mein Bruder hat mich auf jeden Fall gerade angerufen und hat gesagt, die Innenausstattung, Lederreinigung soll er auch bekommen. Will er doch haben. Kfz Schiefler hat mir ja mal so eine Turbo geschenkt gehabt. Aber vielleicht machen wir ja mit Kfz Schiefler mal. Ja, er ist ja Aufbereiter, er kennt sich ja gut aus. Er macht das hier in Deutschland, Hannover. Ich bin ja sowieso bald in Hannover. Wird das sogar vielleicht passen? Weiß Bescheid, Bruder, ich komme vorbei. Er will mir auch ganz eine Motorwäsche andrehen, ich so nämlich nicht. Also ich weiß nicht warum, aber ich bin gegen eine Motorwäsche. Ich weiß nicht, ob das Schnellpolitur ist, Wachs ist, aber ich glaube, Schnellpolitur macht er drauf, damit er nochmal poliert das Ganze. Wir sind jetzt dabei, das Ganze abzukleben. Ich glaube, jetzt wird einmal poliert. Das ist einfach neu.
Passion ist ein sehr schönes Auto. Richtig hochwertig gemacht. Aber was ich nicht verstehe, guckt euch mal die Ausdrucke an. Hammerschöne Blenden. Aber was ist dieses Rohr da? Also das könnte man noch besser lösen. Voll die schönen Blenden reingemacht, aber dann auch so ein Rohr. Sieht aus wie von Opel Corsa. Ah ja. Ehrenmann hier, immer am Supporten. Meine Brüder, die supporten mich natürlich. Und apropos Supporten, wenn ihr das auch machen wollt, könnt ihr mich natürlich auch abonnieren. Mal liken. Habt ihr mal was für einen Schlüssel in dieser XV-Packung? Sorry. Da könnt ihr so viel machen, keine Ahnung. Aufgeschlossen, ungesichert. Verbindung, okay, was weiß ich. Wenn ihr euch so ein X5 kauft, kriegt ihr natürlich ein Smartphone mit. Bereitet das Ganze vor. Es wird poliert. Also Feuercheck machen. Biraz fazla bastı makineyi, hemen hare hare lekelerine pasta atmış. Tekiler nasıl oluyor? Yani belli eder yani. Programın, he, ya. Also ich habe ihn gerade gefragt, was ist die schwerste Farbe zu polieren oder aufzubereiten? Meinte er natürlich blau, violett, schwarz, also alle Dunkelfarben ist natürlich schwer. Und dann meinte er so, falls man da halt was falsch macht, dass halt Hologramme entstehen können. Weiß ich von mir selber, also jeder, der mal poliert hat, und er es nicht vernünftig gemacht hat. Wir werden jetzt bei mir, bei dem Audi, ich zeige euch den Audi nochmal, falls ihr euch nicht mehr erinnert. Digga, das ist so geil, ich will auch noch mit einer Runde drehen, ey. Wird mal Zeit, dass ich den mal wasche, ey. Schon lange nicht mehr gewaschen. Innenausstattung werden wir komplett machen, also Lederpflege und so weiter. Ich weiß nicht, was das ist. Ist das Rost? Was ist das? Habe ich noch nie gesehen. Er meint auf jeden Fall Asphalt. Und die wird er wegmachen. Und einmal polieren. Richtig schön schmutzig. Alles gut? Alles gut. Şimdi usta bu çıktı mı şimdi? Çıkadı abi. Çıktı ya. Yumuşak olsun üste geçeceğim 2-3 sefer. Ha. Şimdi neyle geçiyorum bundan? Gaz. Gaz? Evet. Ya gaz dedim benzin mi oluyor? Yok. O normalde eskiden lambalar dolduruyordu. Ha. Yanıyordu. Ha okey. Auf jeden Fall sind jetzt erstmal hier drüber gegangen. Man merkt, die Dinger an den Flecken sind so gut wie weg. Er wartet, bis es trocknet, dann geht er nochmal drüber. Wahnsinn. Wie gesagt, mein Auto wird jetzt auch aufbereitet von innen außen. Da bin ich mal gespannt. Wahnsinn. Der Auto hat schon alles sauber gemacht. Der geht einmal mit diesem Zeug. Ich weiß nicht, was für das Zeug das ist. Ich würde gerne in die Kommentare schreiben, was er meint, also wie gesagt, mit Gasmann hier, aber keine Ahnung. Er geht mit überall drüber, also ehrlich, gründlich. Also allein die Seite ist ja schon nur gerade 20 Minuten her. Er spielt immer wieder was drauf. Aber die ganzen Flecken sind weg. Keine Ahnung, ob das ätzend ist. Ich habe jetzt was bestellt für die Leute hier, weil ich habe ja selber Hunger, weil ich esse nicht alleine. Wenn ich was nicht mag, dann ist es alleine essen. Also Selma, aber ich sag dir, Hammer. Er macht das Dach noch fertig und dann fangen wir mit Keramik an. Da bin ich mal gespannt. Das
Gehen wir nochmal durch. Technische Prozedur, das brauchen wir nicht zeigen. Bu araba şeyi bitti, cerası bitti. Evet, keramini atacağım. Şimdi keramiki bundan mı atıyor? Evet, elle. Nasıl oluyor böyle şey? Oh, das ist echte Flasche. Das ist kein Plastik. So wird da jetzt das Ganze da einmal so drauf auftragen. Das ist dann echt Arbeit. Ja, von 10 bis 2:30 sind 2, 3, fast 5 Stunden sind wir hier. Oh, der macht das jetzt. Bir daha da üstüne geçeyim. Bunu silmeden bırakırsan boyayı yakar. Er trägt das auf. Danach wischt er das mit dem Mikrofasertuch. Er meint halt, wenn du das nicht sofort wegwischst, wird dir den Lack verbrennen. Wie die Stelle da gerade glänzt, ne? Es ist unglaublich hier. Also man merkt das echt, dass es hier aufgetragen ist. Ne? Guck mal hier, ist, obwohl er frisch poliert wurde, aber hier sieht man. Acayip ya, parladı bura. Also Leute, das ist schon Knochenjob, was die hier machen. Ne? Das ist, also ich bin der Letzte, der irgendwie handeln würde. Also 6.000 Teller, das sind 200 Euro. Wir sind seit 5 Stunden dran und wir haben die Innenausstattung noch nicht gemacht. Ne? Also die Innenausstattung wird noch komplett gemacht. 6.000 Teller, das ist nichts. Mein Auto wird ja auch gemacht, das kostet nur 1.000 Teller. Man, nichts sagen. Und was für eine Arbeit die macht, weil mir ist ja auch schon sehr lange dran. Also ich will den mal gleich unter der Sonne sehen. Aber Bremssattel ist immer noch selber, Leute. Es wird schön. Aber Selle? Es wird schön. Ja. Türkgesell. Türkgesell, einen. Das ist ja mal ein Grenzen hier. Ja, was ist das denn mal hier? Arbeit hier drin. Keine Ahnung. Und jetzt? Yoksa Musa şimdilik cilayı çekiyor. Evet. Jetzt macht er einmal polieren. So, Keramik ist fertig. Das wird jetzt noch getrocknet. Ich sag euch, unglaublich sieht das Auto aus. Ich bin echt gespannt, wie der unter der Sonne ist. Hab ich ja gesagt. Also. Selma, das Auto ist fertig. Unglaublich geworden. Ehrlich. Auto ist zwar neu, es ist jetzt besser als neu geworden. Guckt euch mal das von außen an. Keramik muss ja noch trocknen. Trocknet schon 1,5 Stunden. Ja, fast 5 Uhr. Ich bin seit 10 Uhr hier. Unglaublich. Und damit muss ich dann machen, mein Auto noch fertig. Wird nur noch die Seite poliert. Dann ist das auch schon fertig. Wahnsinn, was für eine Arbeit die machen. Und Leute, wenn einer hier mal ist in Antalya und auch sein Auto liebt, der, ich sag mal ungefähr, wie er hier hinkommt. Wir sind in Antalya in Lara, da ist die Hauptstraße, die Richtung Belek geht, da habt ihr Migros. Hier ist Aquapark, Einkaufszentrum. Da drüben ist Delfin. Und genau dahinter findet ihr diesen Aufbereiter. Aber das Ding hat, glaube ich, noch nie so gestrahlt. Hey, ist immer was geht's. Alles flüssig gerade. Ja, ich hoffe, Geld auch. Schöner war gerade. Schöner. Ja, aber mal nicht. Aber wisst ihr was? Hab ich alles nicht gekriegt. Onlar taş. Onu yaptın seydin, tamam. Ya, das sind Steinschläge, ne? Also ist ja kein Smart-Treppe. Ne? Ja. Ja, die gehen ja natürlich nicht weg. Ich wusste gar nicht, dass ich welche habe. Ja, ja. Wenn das geil ist, die knatschen die Türen immer so zu. Softclose hat der. Guck dir das mal an, wie wir das gemacht haben. Das ist Wahnsinn. Also
Also du kannst hier eine Beule reinhauen, da wird er nicht sauer sein, aber wenn du die Türen bei ihm zuklatschst. Das hasst er. Er sagt immer, ey, soft close, schreit er immer. Kannst du nicht mehr, kann Wallah aber halt. Sudan başka buz gibi. Vallahi ben burada su olduğunu bilmiyordum abi. Ben hiç yapayım valla. Innen drin ist das wie geleckt. Ehrlich, Sitze rutschen. Schön. Von außen schön poliert. Oh, sieht schön aus, muss ich sagen. Gefällt mir. Was ist das für ein Monster, Alter? Okay. Ja. Und wie findest du das so? Wallah, auf den ersten Blick sieht alles gut aus. Gut aus? Ja, ja. Ich sag mal, für 200 Euro umgerechnet. Kannst du nicht meckern. Finde ich auch. Das ist echt Wahnsinn. Oh, ey, du hast eine schöne Farbe, ne? Ja. Komm, ich will ja noch einmal unter der Sonne sehen. Sieht echt gut aus, Abel. Muss ich sagen. Also, gute Schuld. Wie gesagt, er hat umgerechnet 200 Euro bezahlt und ich habe 40 Euro bezahlt. Nicht mal. Hüksalus da. Dankeschön. Görüşürüz, Abel. Görüşürüz. Elinize kolunuza sağlık. Ustam, görüşürüz. Elinize kolunuza sağlık. Teşekkür ederim, sağ olun. Görüşürüz. Ein Dorsch. Hi. Wie geht's dir? Gut. Was für ein Einkauf. Ach, ich. Kleinigkeit, jetzt guck mal das Auto an. Sag mal, wie ist der geworden? Du musst ja auch mal von innen anschauen. Wow, die Reifen glänzen. Glänzt von außen. So, dann. Wow. Ey, was ist das denn? Oh, das riecht ja Hammer. Wow. Also so sauber war der noch nie. Das stimmt. Wahnsinn. Was meinst du, was ich dafür bezahlt habe? Oh, das riecht so gut. Das haben die echt gut gemacht. Ja, ne? Super. Was du bezahlt hast, also wenn normal waschen, was hast du letztens bezahlt? 300. Und du hast 400 gegeben. Was war das jetzt? Was ist so mit Spezial? Ich würde sagen, vielleicht... Die haben den poliert, innen komplett sauber gemacht. 500? Das heißt, nee, 1000 Teller. Okay, ja, aber okay, Politur. Aber Politur. Ach, du hast Politur machen lassen, ja. Richtig, ne? Aber schon sofort Staub abgesetzt, oder? Ja, ja. Also Wahnsinn, aber es geht ja hier sehr schnell. Ja. Ja, das geht schnell hier, das ist das Problem. 1000 Teller, wie viel? 1000 Teller. Also nicht mal 40 Euro, ne? 33 Euro. So. Super, kann man gar nicht meckern, oder? Nee, kann ich auch nicht. Ja, du musst mal von Selma über das Auto sehen, das ist krass geworden. Echt jetzt? Mit dieser, ja. Wie heißt das? Keramikversiegelung. Keramikversiegelung. Das ist echt schön geworden. Hey, guck mal, Limetten. Ja, und ich habe genau da drunter geparkt. Ey, Limetten, wow. Da darfst du aber nicht nehmen, lass. Ja, nehm ich nicht, ist alles gut. Und dir geht's gut? Mir geht's gut. Du hast viel Geld ausgegeben, also dir geht's Nein, gut? Nein, mir geht's gut. Ich hab dir was zu essen mitgebracht. Oh, Entschädigung von so viel Geld ausgeben. Ja klar, du denkst auch immer, ich gebe nur so Geld aus. Ich denke es nicht. Was, was natürlich cool ist, schreibt mal bitte in die Kommentare, was ihr meint. 33 Euro, ist es okay oder nicht okay? Würde ich das auch machen für 33 Euro? ich könnte durch. Darf ich? Ja klar. Danke, das ist sehr nett. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr liked. Wer nicht abonniert hat, kann gerne abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Kraft ist 40, bis dann noch rein. Ciao.